Da wären wir wieder. Jetzt wird erstmal schön lang geschlafen. Dann müssen wir wieder runter und dann nach Westen. Dann die Treppe wieder hoch. So lange, bis wir irgendwann wieder zu der Stelle kommen, wo die beiden Fallgruben waren. Und ich bin das letzte Mal nach Süden runtergesprungen. Das heißt, diesmal müssen wir die westliche Fallgrube nehmen. Mal gucken, wie schnell ich es schaffe, da hinzukommen. Ich schaffe es auf keinen Fall schnell, wenn diese kleinen, doofen Männer hier im Weg stehen. Ja, wahnsinnige Geschwindigkeit. So, drehen, drehen, drehen. Das ist alles gut. Wir müssen nach Westen. Westen. Treppe hoch. Geradeaus durch. Runterfallen. Und. Wir können gar nicht nach Osten runterspringen, weil wir da was draufgelegt haben. Das ist jetzt richtig doof. Aber ich denke mal, wir landen eh in derselben Ecke da. Na gut, also wir müssen jetzt wieder runterspringen, wieder gegen diese ganzen komischen fliegenden Aale kämpfen. Oder auch nicht, es sind wesentlich weniger als vorher. Das versuchen die jetzt einfach umzubringen und schauen uns dann hier in Ruhe um. In der Hoffnung, dass irgendwo mal ein Schlüssel rumliegt. Denn wir brauchen die ja immer noch auf der vierten Ebene. Oder fünften sogar, um diese beiden Türen aufzubekommen. Deswegen hat der ganze Unfug hier erst angefangen. Weil ich wieder nach oben gegangen bin, um die Schlüssel zu suchen. So. Zack, zack. It looks like a nest of some kind. Ja, das sind die Nester von diesen Viechern. Aber wo waren wir noch nicht? Wir waren noch nicht da unten, wir waren noch nicht da hinten. Und unterwegs sollten wir immer schön auf den Boden gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Schlüssel liegt. Und warum ist die Druckplatte da hinten eingedrückt? Na komm, kipp um. Ha, da liegt nichts drauf. Das macht doch kein Klickgeräusch. Na gut, ignorieren wir die. Ach, das war die Falle. Stimmt. Sind ja einmal darüber getapst, haben dann so eine Smaragd-Geschosse abbekommen. Das war's. Also gut. Müssen wir hier überhaupt rein? Ja, müssen wir. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht demnächst Respawn gibt. Denn als wir das erste Mal runtergepurzelt sind, waren da ja richtig, richtig viele. Also ich schätze mal, so ein gutes Dutzend waren es wohl. Und wenn die jetzt alle respawnen würden, hätten wir ein Problem. So. Ah. Oder sie sind schon längst respawned und haben sich über die ganze Ebene verteilt. Geht aus dem Weg. Wir wollen doch nur eure Schlüssel klauen. So. Kein Schlüssel. Heilung. Vielleicht irgendwo ein Schalter? Nö. Okay, rechts an der Wand. Lang können wir nicht, weil der Weg blockiert ist. Oh, wenigstens ein halbes Kriegerlevel, seitdem wir das letzte Mal drauf geguckt haben. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Hier ist auch kein Schlüssel. Langsam habe ich den Verdacht, dass das Ganze hier ziemlich sinnlos ist und eigentlich nur eine Bestrafung dafür sein soll, dass man den falschen Weg runtergesprungen ist. Ja, aber gut. Ein, zwei Gänge haben wir noch, die wir noch erforschen müssen. Chop, chop. Chop, chop. Ach, es werden immer mehr. Können wir die umgehen? Nee, können wir nicht. Wir müssen dahin. Und nachher noch dahin. Na gut. Chop, chop. Na komm, Feuerball. Jetzt sind da zwei nebeneinander, das lohnt sich. Wusch. Das sind viel, viel, viel zu viele. Komm, stirb, lass uns durch. Da noch ganz schnell hingucken. Dann irgendwo schlafen und dann. Wo zur Hölle sind wir? Lampenöl. Ja, super. Jetzt können wir dem Tod ins Auge blicken. Auch nicht schlecht. So.
Ja, da geht's wohl echt weiter. Zumindest waren da tierisch viele Würmer. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier schlafen und versuchen uns dann zurückzukämpfen durch die ganze Masse an Würmern. In der Hoffnung, dass da irgendwas von Wert ist. Es kann aber auch gut sein, dass da einfach nur noch ein Nest ist und einfach nur Gegner und nichts von Wert. Was natürlich ärgerlich wäre. Aber das wissen wir erst, wenn wir da waren. So, stirb, stirb. Sollten uns nicht einkeilen lassen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Aber sobald da mehr auf dem Haufen sind, können wir ja einen Feuerball schmeißen. Sehr schön. Und noch einen Feuerball schmeißen. Und ich glaube, wir sterben jetzt hier. Denn wir haben keinen Bezelbecher mehr. Und wir haben zu viele Würmer um uns rum. Heilung. Ganz schnell. Ah, vier Würmer, das müsste doch eigentlich machbar sein. Komm. Und immer schön die Keule schmeißen. Drei Würmer um uns rum. Oh. Stimmt, wir haben hier noch den Feuerballstab. Ha! Sterbt. Oder so ähnlich. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach Osten. Ganz schnell nach Osten laufen. Und hier schlafen. Heilen. Und wieder schlafen. Ja, den Stab hatte ich ganz vergessen. Den hätten wir mal von vornherein benutzen sollen. Also wenn das noch so schöne Vierergruppen von Würmern sind, dann lohnt sich das ja richtig. So, auf ein neues. Mann, 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 das sind echt viel zu viele Gegner. Vielleicht sollte ich doch irgendwann mal den Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Aber noch geht es und das macht das Ganze ja auch irgendwie interessanter. So, hier sind die ganzen Würmer. Kommt her. Feuerball. Wusch. Feuerball. Sobald es ein paar mehr sind. Jo, hier ist gut. Wusch. Wusch. Und den Rest kriegen wir so hin, denke ich mal. Oder hoffe ich mal. Solange hinter uns nichts spawnt, haben wir immer die Chance zu fliehen. Was ich auch gerne wahrnehme. Ich höre nur noch ganz weit weg so ein Geschrei. Und hier ist auch nur Lampenöl. Was? Achso. Ja, es war eine absolute Verschwendung an Ressourcen. Und Zeit. Was jetzt? Wir haben hier alles abgedeckt. Hier ist einfach nichts. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu dem Teleporter. Also erst müssen wir in Sicherheit. Dann kann ich weiter überlegen. So. Wir haben keinen neuen Schlüssel für die unterste Etage. Das heißt, wo könnten wir jetzt noch weitermachen? Ich gehe mal von oben durch. Hier haben wir alles aufgedeckt. Da geht es eigentlich noch irgendwo weiter. Wir wissen nur nicht, wie wir da weiterkommen. Ist sonst nichts. Hier würde ich gerne noch in das Östliche runterspringen, einfach nur um zu gucken, ob man woanders rauskommt. Weil wir sind ja da runtergesprungen und irgendwo hier rausgekommen. Ja, wahrscheinlich landen wir echt nur ein Feld daneben. Weil hier ist ja nicht großartig irgendwas. Na gut. Gucken wir nochmal ein tiefer. Hier ist ja eine Tür, die wir nicht aufbekommen. Hier ist die andere Tür, die wir nicht aufbekommen. Was war hier? Teleporter und eine Treppe hoch. Und da ist der Opinwald. Nee, ich weiß jetzt echt nicht, wie wir weitermachen können. Gut, gucken wir mal ganz runter. Falsche Richtung. So, hier gibt es nur einen Weg, den wir gehen können, nämlich rechts rum bis zu dem Drehteleporter.
Ah, wir müssen uns ja nicht immer drehen lassen. Also wie die Einstellung jetzt ist, kommen wir an die Stelle mit den 4 Illusionswänden. Wir können aber die Einstellung einmal kurz ändern. Vielleicht kommen wir dann noch irgendwo anders hin. So, also links, unten, rechts, oben ist das Drehdingens. Gucken wir mal, wo oben rauskommt. Nirgendwo. Was macht der Knopf? Nein! Ich will nicht. Das kommt davon, wenn man die Rüstung einfach so anbehält. Und jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus. Doch. Also das unten, das oben war Drehding. Also vielleicht das unten, das oben. Wo kommen wir jetzt raus? Ganz am Eingang. Das wollte ich nicht. Ach ja, die Uhr beschmieden. Ziemlich frustrierend langsam. So, da geht's runter. Moment mal, haben wir vielleicht irgendwas für die Maschine gefunden? Ohne, dass wir es gemerkt haben. Da ist ein Wurfstern. Nee. Komisch, komisch. So. Also, wieder zum Teleporter. Nehmen wir mal unten, unten. Geht nicht. Nee, es geht wohl nur den Teleporter nach. Ach, wir können auf die Fallgrube runterspringen. Ich sagte, wir können auf die Fallgrube runterspringen. Ah, also. Und die Fallgrube wollte ich eigentlich gar nicht runterspringen. Die habe ich nur übersehen. Ich sollte echt erst nachdenken und dann laufen. Aber die Tastatursteuerung ist so angenehm. So, nochmal das Ganze. Tum, 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 bis zum Teleporter. Bis zu dem Loch da. Da springen wir jetzt wieder runter. Und ich bewege mich nicht. So, jetzt haben wir hier 2 Fallgruben. An die hintere komme ich aber gar nicht mehr ran, richtig? Da ist auch kein Knopf. Nö, also geht's nur da weiter. Jetzt bin ich wieder hier unten bei den Würmern. Gehen wir mal wieder zu der Lore. Fahren damit ganz runter zu den beiden Türen. Und ich gucke einfach mal, ob ich da vielleicht irgendwo irgendwas übersehen habe. Denn ich finde es echt komisch, dass wir so oft hoch und runter müssen, nur um irgendwo irgendwelche Rätsel zu lösen. Meistens ist es ja so, dass das Rätsel wirklich da lösbar ist, wo es auch ist, also auf derselben Etage. So, das war das Wii. Und irgendwo ging es hier runter, oder? Ja, da ging es runter. So, was macht der Knopf? Ah, der aktiviert die Falle. Den lassen wir noch mal gedrückt. So, hier hatten wir schon was reingesteckt. Ja, also in einem von den beiden hatten wir schon einen Schlüssel reingetan. Das hat aber nicht gereicht. Okay, also an der Tür kann man nichts machen. Was ist mit den ganzen Schaltern hier? Die habe ich nie benutzt, ne? Ah, ich dumm Kopf. Okay, wir machen jetzt mal alle nach oben. Jetzt sind alle oben. Es ist schwer zu beurteilen, wenn man mal gedreht wird. Also Norden ist oben. Westen ist oben. Süden ist oben. Osten ist oben. Gut. Dann gucken wir mal, ob die Tür jetzt irgendwie aufgeht. Nee. Okay, dann die andere Tür, die war im Süden. Auch nicht. Okay, dann vielleicht alle nach unten.
Es müsste ja auch irgendein Geräusch dann geben. Oh. Oder es deaktiviert einfach nur den Dreher. Das ist ja mal sinnlos. Also klar, es ist schon ein bisschen angenehmer, dass man nicht mehr gedreht wird, aber ich hätte viel lieber eine offene Tür gehabt. Was haben wir hier unten noch? Wir haben noch Orins Geist. Vielleicht kann man mit dem noch irgendwas machen. Der war im Westen. Dann hier rum. Felsbrocken. Let him rest in peace. Na, wir sollen ihn in Ruhe lassen. Let him rest in peace. Ich will ihn aber nicht in Ruhe lassen. Ich will von ihm wissen, wo wir hier weiterkommen. Na gut, wir kriegen die Tür nicht auf. Und sonst ist hier unten nichts. Das heißt, wir können nur in den Teleporter. Und der bringt uns wieder nach oben. Richtig. Ha, Treppe nach oben oder Teleporter. Wo sind wir jetzt? Ah. Jetzt sind wir hier bei der Lore. Das wollen wir gar nicht. Hier runter. Den Teleporter. Ach so, wir müssen die Lore nehmen. Na gut. Aber wirklich weiter als vorher sind wir auch nicht. Wir wissen jetzt immer noch nicht, wie wir an den Schlüssel rankommen. Wir wissen nicht, wo die Schlüssel sind. Und wir waren eigentlich schon überall, wo man hingehen kann. Außer wir müssen irgendwo einen Schalter drücken, damit zwei, drei Ebenen tiefer irgendwas passiert. Was ich aber nicht wirklich gut nachvollziehen kann. Da kann ich den Edelstein wieder rausnehmen. Was mit dem Teleporter? Der bringt uns nach ganz oben. Hier waren die ganzen Schlangenviecher. Hier lag nirgendwo ein Schlüssel rum. Zack, 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 zack. Und wir haben auch garantiert keinen Schlüssel dabei. Nur den abgenutzten. Oh oh. Ich glaube, ich hatte den schon mal überall benutzt. Also testweise. Aber glauben heißt nicht unbedingt immer wissen. Das heißt, wir laufen jetzt nochmal runter zu den beiden Schlössern. Und probieren es dann nochmal aus. Denn langsam habe ich echt keine Idee mehr, wie es weitergehen könnte. Und den ganzen Dungeon einfach so stupide nochmal abzulaufen, habe ich nicht so wirklich Lust zu. So, da geht's runter. So, nehmen wir erstmal das Schloss hier. Warum sagt er da nicht, dass es nicht passt? Das finde ich komisch. Na gut, glaube ich euch mal. Dann halt die andere Tür, die war hier. It does not fit. Nö, passt nicht. Na gut, damit sind meine Ideen am Ende. Gucken wir das Ganze mal kurz an. Also, vierte Level ist die tiefste Etage. Wir haben drei Schlösser, von denen wir schon eins aufgemacht haben. Also eins von den beiden. Also wir brauchen noch zwei Schlüssel. Na gut, gucken wir diese Etage einmal durch. Vielleicht habe ich hier irgendwo auf dem Boden was liegen lassen. So, gehen wir jetzt erstmal in den nördlichen Bereich hier durch. Schauen immer schön auf den Boden. Und wehe, hier liegt irgendwo ein Schlüssel. Kein Schlüssel, aber ein Zahnrad. Ja. Und das Zahnrad ist das für die Maschine. Und damit können wir auf der zweiten Etage das Wasser ablassen und kommen so endlich weiter. Na gut. Ist zwar ärgerlich, dass sowas so lange dauert, aber wenigstens haben wir jetzt einen Weg vor uns. Ein Silberstreif am Horizont und lauter anderes kitschiges Zeug. So. Ich will ganz schnell nach oben. Achso, Geheimwand. Dreh.
Und war das eigentlich auf der Karte eingezeichnet, wo wir gerade waren? Nee, das war hier irgendwo. Oder da. Nö, war es nicht. Das heißt, man musste echt einfach so den ganzen Dungeon nochmal abgehen. Also klar, wir hatten Glück, dass wir gleich am Anfang das gefunden haben. Aber hätten wir oben angefangen, dann hätte das richtig lang gedauert. Aber na gut. Aufhören zu meckern. Lieber schneller laufen. So. Wir müssen ganz nach oben. Und wir sind ganz oben. Maschine war da hinten. Zack, 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 zack. Noch weiter. So, du musst wohin? Dahin. Und klick. Und die Maschine, also die Pumpe, funktioniert. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, beziehungsweise mich erinnern, wie wir zu dem Bereich kommen, wo die eine Treppe überflutet war. Ich weiß noch, dass es auf der zweiten Etage war. Das heißt, wir drehen mal den Teleporter jetzt wieder um. Auf hier unten da oben. Dann müssen wir jetzt zu den vier Illusionswänden kommen und von da aus schauen wir uns mal um. Ah, Bergwerkstufe 2. Und da könnte es gewesen sein. Ja, ich glaube, da war es. Und das Wasser ist weg. Sauber. Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Speichern wir ab. LP022. In der nächsten Folge gucken wir, was da unten ist. Hoffentlich gleich am Anfang zwei Schlüssel. Also bis gleich.